Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Hormone ein bisschen auf mich übergesprungen sind. Also, ja. Ach, das sind die dritte, die man hört? Ich bin eh relativ nah am Wasser gebaut, aber seitdem ja, doch schon etwas mehr. Viel Spaß, fahr vorsichtig. Ich möchte, bevor das Baby da ist, auf jeden Fall noch ein-, zweimal auf die Rennstrecke mit meinem Motorrad. Die Sau rauslassen. Ich bin der Daniel, bin 28 Jahre alt, bin von Beruf Motorradverkäufer und werdender Vater. Also es war schon immer mein Kindheitstraum, so eine Maschine zu besitzen und zu fahren. Noch größerer Traum von mir war es natürlich, irgendwann so einen Teil auch mal auf der Rennstrecke zu bewegen. Mein Vater ist früher auch Motorrad gefahren. Der hat mich da wahrscheinlich auch so ein bisschen mit reingebracht in das Ganze. Amelie und ich, wir sind circa 2,5 Jahre jetzt zusammen. Der Moment, an dem ich erfahren habe, dass ich Vater werde, der war ja, unbeschreiblich, absolut verrückt und surreal im ersten Moment, würde ich sagen. Ja, die Amelie kam früh zu mir ins Bett und ich war noch total verschlafen, die Augen kaum aufbekommen und sie schaut mich an mit einem Schwangerschaftstest in der Hand und sagt, ich bin schwanger. Und ich, ja, okay, sicher. Erkennst du da was? Nee, das war auch das erste Mal, ne? Da, das kleine Ding. Ja, also jetzt, gerade nach dem letzten Termin, vor einigen Tagen, wo du dann auch das Gesicht gesehen hast und auf seine kleine Hand, ja, habe ich dann gesehen, die hat mir kurz zugewunken. Das war schon ja, faszinierend. Da wurde das Ganze nochmal richtig real. Ich musste mich auch wirklich zusammenreißen, dass mir nicht wieder die Tränen kommen, als ich da in dem Frauenarztzimmer mit dabei war. Also, es ist eigentlich unbeschreiblich, unfassbar schönes Gefühl. Doch. Ich finde das auch schön, weil ich ja doch lange kämpfen musste, dass wir das Thema angehen. Im Moment kann ich es eigentlich noch gar nicht so richtig beschreiben, wovor ich eigentlich wirklich Angst habe. So ein bisschen die Veränderung im Leben. Man muss selber viele Abstriche machen, denke ich. Ja, also was sich in meinem Hobbybereich verändern wird, ist einfach, dass ich nicht mehr auf der Landstraße vorhabe, mit dem Motorrad zu fahren. Ich will das Ganze nur noch auf die Rennstrecke verlagern. Das Thema Rennstrecke, viele denken immer, oh Gott, das ist ja noch viel gefährlicher. Ja, das sehe ich anders. Amelie sieht es zum Glück auch anders. Sie weiß auch, dass ich das Motorradfahren niemals ganz sein lassen kann und will ich auch nicht. Ja, dadurch, dass bei uns in der Familie halt schon ein Todesfall durch einen Motorradunfall gab, ist es für mich halt tatsächlich nicht so einfach, das Thema. Das hat halt so die Familie ein bisschen geprägt. 5, 4, 3, 2, 1, los! Ja, also das Geschlecht haben wir erfahren bei einer Babyparty. Es wird ein Junge. Genderparty. Oder Genderparty nennt man es ja, genau. Ja, war ja alles von meiner Schwiegermam organisiert hauptsächlich. Wir hatten eigentlich keinen Wunsch, aber irgendwie umso näher das alles kam, umso mehr war dann doch der Wunsch nach einem Jungen. Aber wichtiger ist ja, dass er gesund ist. Ich war tatsächlich eher bei Mädchen. Ich habe irgendwie mir oft Gedanken natürlich schon mal gemacht über das Vatersein und ich habe mir das einfach cool gestellt mit so einer kleinen Prinzessin. Nur meine Nase, er soll meine Nase und meine Haare haben. Der Rest kann er von dir haben. Und bitte keine roten Haare. Ich habe nur einen roten Bart. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, schon sehr groß, dass wir einen Rotschopf kriegen. Nein. Und selbst wenn, ist auch nicht so schlimm. Ich färbe dem die Man Haare. Man kann mir die Haare. In unseren Flitterwochen waren wir in der Dominikanischen Republik. Das war unser erster Urlaub zu zweit, kann man so sagen. Davor immer mal mit Eltern unterwegs gewesen, mit Freunden. Und war jetzt wichtig, dass wir auch noch mal die Zeit zu zweit haben. Beatboy, auch am Start, tritt fleißig. 2,5, kann man so sagen. Und ja, im Urlaub auch wahnsinnig schöne Dinge passiert. Da hast du ihn zum ersten Mal gespürt. Ja.
Das war schön. Perfekt im Urlaub. Seitdem ich schwanger bin, bist du eh sehr emotional. Ja, ich habe an dem Tag, an dem wir es erfahren haben, das war ja sowieso, ey, ich habe den ganzen Tag irgendwie nur geheult. Also. Als du schwanger warst. Ja, ja. Ich dachte so, Gott, jetzt fängt das Weinen an. Ja, ich dachte, oh nein. Nee, Gott, das will ich gar nicht. David nicht, aber ich hatte dann so Angst, scheiße. Findet das jetzt gut? Findet das gut? Findet das schlecht? Dann darfst du dich mal hinlegen. Ja, alle 4 Wochen kommen die Caro zu uns, unsere Hebamme. Also jetzt nimmst du das mal, ich mach's mal an. Genau, du drehst es um und du setzt es mal auf den Bauch auf und dann schauen wir mal. Ah, ist es. Wow. Da tritt jemand. Ja, ach, das sind die dritte, die man hört? Die Hintergrundgeräusche, wenn es so rauscht. Ja. Jemand. Ach, wie geil. Ja. Oh. Schon ein emotionaler Moment wieder. Die Augen zucken. Ja. Hört auf. Es darf auch so sein. Wenn Sie das erste Mal die kindlichen Tritte spüren, weil dann einfach klar ist, okay, da ist wirklich was im Bauch. Ich höre nicht nur die Herztöne oder ich kriege von meiner Frau erzählt, ich sehe ein Bild beim Ultraschall oder ich sehe ein Herz beim Ultraschall, sondern der Vater spürt selber, da passiert was. Und das brauchen die Väter, damit sich im Kopf das nochmal für die klar wird, dass da wirklich ein Baby im Bauch ist. Ja, da fragt man dann mal jemanden. Sie dann gerne auch mal testen? Ich habe mir die irgendwie auch etwas höher vorgestellt, oder? Ja, die schaut so niedrig aus irgendwie. Der lässt sich gar nicht weiter drehen, so, nur seitlich? Das ist ein eingebautes Sicherheitselement, okay, was wir hier haben. Babys müssen immer rückwärts fahren. Okay. Habe ich ihn irgendwie auch schon mal anders gesehen, bin ich der Meinung. Aber guck mal den hier. Mit Elefanten. Oh, da sind auch lauter Elefanten drauf. Ja. Das schaut doch süß aus. Ja, ich glaube, da hat mir echt die Hosen an, wenn es so um Entscheidungen geht, wie jetzt, was wir brauchen, farbenmäßig und sowas. Das überlasse ich. Sie hat ja einen guten Geschmack, das darf man ja, darf man nicht vergessen. Ja, eher schlicht. Ja. Ich mag es halt immer ein bisschen bunter, meistens. Da sind doch Tierchen drauf, guck mal. Das stimmt, ja. Okay, da kommt einiges zusammen. Ich bin jetzt mal gespannt, wo wir letztendlich rauskommen, aber ein Baby ist nicht günstig, habe ich mir schon sagen lassen. Alle Gutscheine abgezogen. Ja. Dann haben wir 494,17. 400 Euro. Ja. Was war jetzt auf dem Gutschein drauf? 100. 100? Ja. Okay. Anfang April haben wir beschlossen, nochmal zum Hockenheimring zu fahren. Motorradrennstrecke und auch Autorennstrecke. Bevor der Kleine kommt, war das schon so ein kleiner Wunsch, den ich mir nochmal erfüllen wollte. Das wird jetzt die nächste Zeit erstmal nicht mehr vorkommen. Wie es der Amelie damit geht im Moment, die hat vorhin schon zu mir gesagt, sie ist ziemlich nervös und gerade beim ersten Mal, wenn ich rausfahre, ja, die Anspannung ist auf jeden Fall da. Soll ich jetzt den ersten Turn fahren, dann ist die Aufregung vorbei. Dann kann ich vielleicht auch wieder ein bisschen mithelfen. Mal gucken, wie weit es geht mit Babybauch. Ja. Viel Spaß, ja. Fahr vorsichtig. Ja gut, als mein Sohn auf die Welt kam, war es tatsächlich so. Also ich weiß, er ist am Donnerstag geboren, morgens. Ich habe dann tatsächlich mein Motorrad in die Zeitung inseriert und am Samstag habe ich sie verkauft. War sie weg. Schweren Herzens. Ich glaube, wenn das Baby da ist, dann macht es noch mal Klick. Na, also dann wird er noch mal anders denken.
Ja, sobald ich meinen Helm aufziehe, bin ich komplett auf mich fokussiert. Ich bin in einem Tunnel, ich bin im Hier und Jetzt. Und die Zeit vergeht in dem Moment total langsam. Man kann das absolut genießen. Andererseits ist es auch wieder so, sobald man einmal das Gas aufmacht, strömt Adrenalin durch den Körper. Das ist, ja, es ist unbeschreiblich, es ist wie ein Rausch. Es ist wie ein Rausch. Wenn die rote Flagge aufgeleuchtet wird, dann ist es schon immer sehr aufregend, weil du halt nicht weißt. Du siehst ja nicht die ganze Strecke und dann kannst du nicht wissen, war er es jetzt oder war er es nicht. Ja, dann musst du halt immer abwarten, ob er halt um die Ecke kommt oder halt nicht. Da kommt er. Die Aufregung von heute Morgen ist komplett weg. Der Tag ist geschafft, ist noch alles dran. Heil zurückgekommen, ich bin ganz, Motorrad ganz. Ja. Glücklich. Ja, jetzt raus aus den Klamotten. Ich war heute zur Kontrolle in der Frauenklinik und meine Symptome sind nicht so gut. Ich habe diesen Juckreiz. Oberbauchschmerzen und habe ein bisschen Sehstörungen. Das kann jetzt alles auf eine Schwangerschaftsvergiftung hindeuten. Im Ultraschall war jetzt auch mit der Nabelschnur was nicht in Ordnung. Jetzt wurde ich stationär aufgenommen. Sie wurde wieder nach Hause geschickt nach 2-3 Tagen Beobachtung. Und wir hoffen jetzt einfach, dass er noch 2-3 Wochen vielleicht drin bleiben darf, damit er sich noch gut entwickelt. Aktuell hat er schon 2,2 Kilo in der 34. Woche, was sehr gut ist. Und wir sind jetzt ein bisschen erleichtert. Es war eine ziemlich turbulente Zeit dann kurz nach der Rennstrecke. Klar, die Ärzte sind sich auch nicht immer sicher oder wollen die Entscheidungen nicht treffen, wie soll man weiter vorgehen. Soll die Amelie im Krankenhaus bleiben zur Überwachung? Soll sie mit nach Hause? Macht man Kaiserschnitt? Warten wir noch? Letztendlich hat man sich dann doch entschieden, nachdem wir auch eine klare Ansage verlangt haben, auch von den Ärzten, was sollen wir machen, was wird empfohlen. Und dann ging es eben in die Richtung Kaiserschnitt. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das so, wenn das das Beste ist, vor allem auch für die Amelie und für den Kleinen. Sie dürfen ruhig so früher da machen, wenn Sie wollen. Das ist ein Feld hier. Also der Tag, als es dann soweit war, ich habe es zu Amelie schon gesagt, es war frühest, glaube ich, einer meiner schlimmsten Tage in meinem Leben. Und dann um 10.31 Uhr, als er auf die Welt gekommen ist und die Hebamme gesagt hat, okay, hier ist er, 10.31 Uhr, war es der schönste Tag in meinem Leben. Er hat direkt das Schreien angefangen, was ein gutes Zeichen war, weil er doch 6 Wochen zu früh dran war. Der Marlo liegt aktuell noch auf einer Intensivstation, wo er überwacht wird. Und man sagt normalerweise bis zum eigentlichen Entbindungstermin. Aktuell schlägt er sich aber so gut, dass er vielleicht in 2-3 Wochen schon nach Hause darf. Ui, was war denn das? Ja, auf einmal Papa zu sein, das realisiert man gar nicht so richtig. Und ich habe jetzt auch gemerkt, von Tag zu Tag werden dann doch die Papa-Gefühle immer mehr. Jetzt ist er noch im Krankenhaus, er ist noch nicht bei uns zu Hause aktuell. Was auch schwer ist und jetzt von Tag zu Tag schwerer wird, weil die Bindung immer größer wird. Und ich glaube aber erst, wenn er dann auch wirklich daheim ist, werde ich realisieren, okay, jetzt bin ich Papa, jetzt beginnt meine Aufgabe so richtig.